Build that wall. Build that wall. Build that wall. Nirgendwo gelangen so viele Flüchtlinge in die USA wie im Rio Grande Valley im Südwesten Texas gelegen. Bisher gibt es dort aber keine durchgehende Mauer, weil die natürliche Grenze zwischen den beiden Ländern von dem Fluss, dem Rio Grande, gebildet wird. Und der meandert ganz massiv. Ich habe dort eine Bootsfahrt gemacht. Manchmal vergisst man regelrecht, auf welcher Seite Amerika und auf welcher Mexiko liegt. Regelmäßig kommt es dort auch zu Hochwasser und danach hat der Fluss auf einmal einen anderen Verlauf als vorher. Gleichzeitig liegt das Grenzgebiet vor allen Dingen im Privatbesitz von Familien und viele von denen sind nicht bereit, der Regierung ihre Grundstücke zu verkaufen, damit dort eine Mauer entstehen kann. I don't know who else in America would tolerate the government coming onto their private property and putting up a sign. Von der nun geplanten Mauer wäre auch das National Butterfly Center betroffen, das Mariana Trevino Wright leitet. Wir haben einen Spaziergang über das mehrere Hektar große Areal gemacht und dabei hat sie mir verschiedene Schmetterlinge und Vogelarten gezeigt, die anscheinend nur dort zu Hause sind. Künftig müsste aber ein Großteil des Areals gerodet werden, damit die Mauer dort verlaufen kann. But by eminent domain, they can only seize from us the portion of land they need for their project. So they're going to take 5 acres from us, and the remaining 65 acres between the levee and the wall will remain our private property. So we must have access to it, which means every meter reader, every ambulance company, every police officer and fire truck driver, every garbage truck driver and cable repairman gets the gate code. Mariana hat erzählt, wie es immer wieder Konflikte gibt mit den Grenzschutzbeamten derzeit und sich das auch auf ihr Privatleben auswirkt, weil ihre Kinder mit den Kindern von Grenzschutzbeamten in die Schule gehen und zum Teil auf den Elternabenden richtig angespannte Stimmung herrsche. Roy Snipes, den vor Ort alle nur Father Roy nennen, ist seit 40 Jahren Pfarrer der kleinen Kirche La Lomita. Die liegt direkt am Rio Grande. Fast jeden Nachmittag springt Father Roy in sein Motorboot und tuckert mit seinen 2 Hunden den Rio Grande entlang, weil er sagt, das würde seiner Seele sehr gut tun. The Department of Public Safety, which is Highway Patrol, they have these huge boats. They must be 50 feet long. I think they just made them to strike fear into the hearts of the drug dealers. That would strike fear into King Kong's heart. Big, black, and they got machine gun nests, real machine gun nests. I think they got 4 of them on every boat. Boy, I tell you what, that see, granddaddy would never believe this. Er macht sich auch wahnsinnig Sorgen um die Zukunft seiner Kirche, denn die muss entweder nun der Mauer weichen, das heißt, sie würde abgerissen, oder sie würde künftig in der Militärzone zwischen der Mauer und dem Fluss liegen. Und er befürchtet, dass da niemand mehr in den Gottesdienst kommt. Und Father Roy betet mit ihnen darum, dass die Mauer doch nicht kommt. Die Menschen, mit denen ich in Texas gesprochen habe, haben unterm Strich alle eines gemeinsam. Sie wirken verunsichert. Wann die Mauer kommt, wo sie entlang verlaufen wird, ob sie enteignet werden, das ist den Anwohnern nicht klar. Und auch die Polizeibeamten haben zum Teil keine Antworten auf diese Fragen. Eine Mauer finden eigentlich nur die Grenzschutzbeamten und die Polizisten gut.